Also, es wäre eine Option, ne? Alles einfach nur wegzuräumen. Oh no. Steht es hier? Es gibt keine Wahl. Gut, das heißt hier, ich soll hier wieder die Kamera raussuchen. Damit ich hier rein kann. Aber was möchte ich hier? Okay, hier gibt es nochmal ein Rätsel. Hier gibt es noch einen Cubic. Warte mal, wir nehmen mal die Kamera wieder raus. Habe ich denn hier auch eine Kiste? Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich, weil ich jetzt natürlich, glaube ich, den Schlüssel hier auch weggelegt hatte. Weil ansonsten kann ich die andere Kiste da natürlich jetzt nicht öffnen. Weil, genau, ich habe nämlich nichts mitgenommen. Gut. Oder auch nicht. Dann ist das halt so. Okay. Hallo? Jemand hier? Alles cool. Oh, hier ist eine Kiste. Das. Was ist das denn? Musikanlage. Hey, DJ. Oldschool MP3 Player. So, wir holen uns jetzt hier diesen wunderbaren Schlüssel wieder. Und gehen damit jetzt erstmal wieder zurück. Wir haben Omega, Y mit N und ein N. Gut, denn. Y mit einem Ü und einem Was haben wir denn jetzt hier? Ah, eine Platine und Verwaltungsraum. Das heißt, wir müssen ja doch wieder. Bitte was? Jetzt, also, jetzt ruft diese Stefanie an, wa? Bestimmt, Alter. Bestimmt die jetzt. Na, was hast du zu sagen? Hello, Roberto? That's it, Stephanie. I'm done listening to you. Finished. You got that? I can't explain. No, you screwed me. You knew that fucking piano monster was there, and you didn't tell me anything. Roberto, I was trying to... What? Trying to what, Stephanie? Because right now, all it seems like you're trying to do is get me killed. Okay, look, I understand why you're upset, but please just listen to me for a second. I'm sorry, all right? I waited by the statue as long as I could, but as soon as I heard the piano start to play, I had to run. I thought he would have been long gone by now. Otherwise, I never would have told you to meet me there. I know that none of this makes any sense to you right now, but I need you to understand one thing. If we want to get out of here alive, we need to work together. You know, working with you and getting out of here alive don't really seem like they go together all that well. Roberto, you don't have a choice. There's no way out from the main levels anymore. The other survivors closed off every single entrance and exit throughout the hotel. All of them. Jesus Christ, is this some kind of sick joke? How can I trust a word you say after everything you've put me through? Hey, if you want to risk your life searching around the hotel for an escape route that doesn't actually exist, be my guest. Didn't think so. Now listen up. There's a large laboratory underneath the hotel. And there's only one way to get down to it. Below the statue on the 8th floor, there's a passage that will lead you to an elevator. To access this passage, you need to go into the administration office and open the safe next to the desk. Inside it, you'll find more information. This is really important. The girl needs your help. Holy shit! Böse was? Okay. Was ist dein Begehr? Wo bist denn du jetzt hergekommen? Vor allem, wie? Das Mädchen von oben. Was? Was willst du mir damit sagen? Und jetzt. Also, warum musste ich denn jetzt bitte nach unten? Wenn die jetzt wieder sagt, ich soll wieder in die 8. nach oben, um. Alter, warum hatten die einfach nur so ein Band an?
um jetzt wieder unter die Statue zu kommen. Okay, die Tür ist einfach offen. Fuck. Okay. Es hieß nicht kämpfen. Wir kämpfen jetzt auch nicht, sondern wir versuchen jetzt zu rennen. Fuck, Alter, jetzt hat er hier alles verbarrikadiert. Ey, das ist doch jetzt nicht dein... Fuck, im Ernst. Oh. Okay, er ist ein guter Jogger. Roberto kann auf jeden Fall... Was er kann, ist, er kann rennen. Das ist schon mal wenigstens eine gute Sache, die er drauf hat. Oh, jetzt... Breaking? Genau. Er ist jetzt kaputt gegangen. Ja, moin, Freunde. Kann ich jetzt hier hin? Nein, natürlich nicht. So, wir verpissen uns. Ich will die Kamera raus. Mach doch mal schneller hin, ey. Kann man wieder einstecken. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Habe ich es geschafft? Auf irgendeine Art und Weise? Okay, die Musik entspannt auf jeden Fall. Also, sie ist auf jeden Fall, ne? Ist ein bisschen entspannter. Wir haben hier die Platine, die können wir jetzt verwenden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt geht's wieder los. Rätselrunde! Lol, okay. Ey, das ist ja... Wollt ihr mich... Also wirklich, ist ja unglaublich. Gut, wir gehen jetzt in die 8. Ohne Überraschung hier. Hallo. Okay, gut, cool. Gut, auf geht's in die 8. Zur Statue und dann gucken wir, ob wir irgendwie... Ah ne, wir müssen ja jetzt in Verwaltungsgebäude, jetzt haben wir ja den Schlüssel dafür. Da müssen wir den Safe öffnen, um dann... In dem Safe wahrscheinlich irgendwie was zu finden, womit wir dann unter die Statue können. Eine Geheimgänge oder so. Die es da geben soll. Glaube ich. Also, so habe ich jetzt Stefan nicht verstanden. Um irgendein Mädel zu helfen? Ich gehe mal von aus, diesem Gasmaskenmädchen, was uns entweder verfolgt oder helfen möchte. Ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher. Also bis jetzt hat uns das ja noch nicht angegriffen, so wie der Krabbentyp. Aber trotzdem, sie ist unheimlich. Auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich. Aber hier gibt es schon mal einen Speicherpunkt. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und den werden wir wahrscheinlich auch gleich nutzen. Aber vorher loopen wir hier erstmal uns hier komplett durch. Hier ist ein Safe. PC. Oh Gott. Überwachungskameras. Okay. Ein altes Foto mit lateinischem Text. Kannst du das übersetzen? Nein, okay, kannst du nicht. Gut, hier ist der Safe. Ich gehe von aus, wir brauchen dafür noch den Code. Code, Entschuldigung. Aber als erstes speichern wir mal. So, gespeichert. Und jetzt können wir uns mal drüber hermachen, ob wir jetzt hier irgendwo einen Code finden. Vielleicht mit der Kamera? Gibt's hier irgendwie was wir mit der Kamera sehen? Oh ja, warte mal, wir sehen hier sowas mit der Kamera. Den können wir aber immer noch nicht öffnen. Okay, schade. Oh, was haben wir denn hier? Statue des Propheten Christophers. Die Statue erhält einen Kelch, den der Prophet bei seiner Predigt benutzte. Eine schöne Glasmalerei mit einem sehr merkwürdigen Datum. 18.09.2060. Im Verwaltungsraum steht ein Kelch, der wirklich sehr schön ist. Ich habe hier eine alte Münze aufgeklebt, die ich gefunden habe. Ich habe diese Kiste fotografiert, an der sich ein spezielles Schloss befindet. Ich frage mich, was sich da drin befindet. Warte mal. 7?
Wir gehen mal ganz kurz zurück. Das könnte man als 9 interpretieren, den Kreis. Könnte man. Aber da ist ein Kelch, da ist ein Kelch, okay. Stehen jetzt aber keine Zahlen dran. Hier steht 7 drin. Das werden wir uns jetzt nochmal kurz notieren. 7 und... Ja, was ist das da unten? Eine 2? Vielleicht für den... Weißt du, für den... für den Safe? Ich habe ein paar alte Zeichnungen gefunden. Auf ihnen allen befinden sich das gleiche Symbol. Wie es scheint, habe ich nicht... Haben nicht alle an den Propheten geglaubt. Die Tore waren offen. Das hatte er nicht vorhergesehen. 4444444, okay. Ich habe an einigen Stellen seltsame Schriften gefunden. Quad li drudum atridum prinzum. Ist das Latein? Okay, das war's. Okay. Also wir haben einen Teil des Codes, glaube ich, gerade bekommen. Glaube ich. Aber ich glaube, wir müssen noch die restlichen Zahlen finden. Woanders. Ach, guck mal an. 35 rechts, 5 links, 30 rechts. Okay. 35 rechts, 5 links, 30 rechts. Dann nehme ich doch das. Also, das nehme ich doch gerne an. Was ist das? Die Bianca 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 15. Okay. Kleines Zahnrad, Teil des Rätselwürfels. Okay. Klaviertasten, lose Teile eines Klaviers. I think I need to put these in that piano that's back in the ballroom. What? Okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir gehen jetzt zurück zum Klavier, um die Tasten einzulegen. Oder, es gibt kein Oder, weil das Oder würde bedeuten, ich bräuchte eine Kiste. Und wir haben keine Kiste. Oder haben wir eine Kiste? Haben wir hier eine kleine... Ja, wir haben doch hier, da hinten hatten wir doch eine kleine Kiste, oder? Hatten wir hier nicht eine? Ja, nee, hatten wir nicht. Schade. Gut. Dann gehen wir jetzt zu dem... Zu dem Klavier? Also scheint so, ne? Dass wir jetzt zu dem Klavier gehen. Das heißt, wir gehen jetzt den fiesen Umweg hier rüber. Könnten aber auch jetzt hier kurz in die Kiste grabbeln. Wir brauchen jetzt nochmal die Metallwürfel. Und in den Metallwürfel können wir jetzt nämlich das nächste Rädchen verwenden. Und zwar kombinieren. Mit dem da jetzt verwenden, weil jetzt, glaube ich, kriegen wir das Rätsel nämlich gelöst. So rum. Weil wir müssen die Balken dann nach oben bringen. Okay, verstehe. Okay, cool, 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 cool. Das haben wir auch hinbekommen. Sehr nice. Yes. Alter, was ist das für ein Zauberwürfel? Ach, jetzt habe ich mein viertes Metallstück gefunden. Alter. Jetzt kann ich die Dinger mit 4 Dingern öffnen. Ja, warte mal, dann gehen wir doch nochmal ganz kurz zurück, ne? Also, weil wir haben ja vorhin oben da eine Kiste gehabt mit 4 Schlössern, ne? Die gucken wir uns als erstes mal an. Ja, also wäre jetzt gelacht, wenn wir jetzt da nicht hingehen würden. Und dann haben wir ja den... Ah, oh Mann, Alter, was willst du hier? Verpissung. Ja. Genau du. Ich sag's euch. Die Schrotflinte ist mein neuer Freund. Wer mir hier auf den Senkel geht, kriegt die Schrotflinte zu spüren. So. X, Alpha, W. Ja. Also. X, Alpha, W und ja. Genau. Nein. Die Kiste auf. Wieder ein Cubix und ein Zahlencode. Wo finde ich denn jetzt schon wieder diesen... Warte mal. 724 zufällig? Von den Fotos? 7, 2 und weil er so oft die 444 meinte... Nein? So,
Eine Kiste? Ach, das ist eine 8. Lol. Das ist eine 8. Das ist gar keine 2. Jetzt haben wir es. Das war eine 8 gewesen. Das muss doch erstmal einer eben sagen. Was hier? Eine Metallmütze. Lol. Warte mal. Kann ich jetzt mit der Metallmütze die einfach hier rauf machen? Nee. Kann ich nicht. Gut, speichern wir erstmal wieder, ne? Haben wir auch schon wieder eine Menge gemacht, deswegen immer sicher gehen, dass wir speichern. So, Dulle, jetzt können wir aber erstmal wieder zurück zum Klavier, wollten wir. Da war ja was. Okay. Setzen wir mal die Taste ein. Oh no. Oh no! Ich weiß, was ich machen muss. Wo ist denn das Dokument? Da. 0? Okay, das muss ich mir jetzt aufschreiben, weil das raff ich doch niemals. Das kann ich mir niemals merken. Gut. Also. 0. 1. 1. 2. 3. 5, 8, 13, 21, 34, 55? Das war richtig? Das habe ich, also okay, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Aber wir haben anscheinend mit dieser Melodie den Geheimgang geöffnet unter der Stadt. Also okay. Das heißt, wir gehen jetzt als nächstes nach da unten. Sehr gut. Ich freue mich. Und wieder ein Stückchen runter, runter. Da sind wir bei der Statue. Und jetzt gucken wir weiter. Was? Wo sind wir denn hier? Welchem Geheimgang? Ach, wir sind hier! Ich verstehe. Ah. Hier ist aber eine You. What do you want from me? Okay. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ist sie jetzt böse? Ist sie lieb? Keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Ich hab ein wenig Schiss. Aber nur ein klein wenig. Schwarze Karte. Das ist ja nett, dass ich hier die schwarze Karte gefunden habe. Und hier gibt's einen Special-Aufzug, den wir aktivieren können mit... Aha. Gut. Na dann. Was ist der für ein Fahrstuhl? Ja, lol, Alter. Nur zwei Tasten. Hoch und runter. Mehr nicht. So, in welcher Etage sind wir denn jetzt gerade, wenn ich mal fragen darf? Sind wir jetzt noch, warte mal, hier sind wir in der 8. Hier sind wir dann in der 7. Dann gucken wir mal ganz kurz in die Dokumente. In die Liste der 7. 400233, okay. 400233. Yay!
damit kommen wir wieder zurück, zumindest zum Hotel. Das finde ich eigentlich ganz gut. Weil wir hatten hier nämlich auch, glaube ich, noch ein paar Türen. Oder diesen Safe hier zum Beispiel. Den wir noch öffnen wollen. Also X, I und... Genau. Okay, cool. X, I mit den Puzzlebündchen. S, Z. Und wieder Ähmchen. War doch richtig, oder? Ach nee, kein S, Z. Das... Nein, das Pi-Zeus. Hier, das hier und das. Nee, auch nicht. Mann, wie oft kann ich mich denn vertun? Das hier. Meine Güte. Nochmal so ein Cubics Bowl. Eine weitere Münze. Wie? Kann ich die nicht mitnehmen? Im Inventar. Hä? Ich hab doch genug Platz. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Ne, kann ich. Okay. Kann ich nicht mitnehmen. Gut. Gut, dann fahren wir mal mit diesem wunderschönen, komischen Fahrstuhl. Sobald du in den Untergrund hinabsteigst, hinabgestiegen bist, kannst du nicht mehr zum Hotel zurückkehren. Machen wir das? Machen wir das nicht? Ich weiß es nicht.